Neues Kapitel für das 21st Century Orchestra. Nach dem Streit mit dem ehemaligen Produzenten Pirmin Zengerle gibt es jetzt eine neue Konzertreihe. Schon diesem Wochenende steht das Orchester mit Filmmusik von Hans Zimmer und John Williams auf der Bühne. Nach langer Zeit hat das 21st Century Orchestra heute wieder die erste Probe gehabt. Am 11. und 27. November spielt das Konzert im KKL. Es ist ein Programmmix aus Musik von Hans Zimmer und John Williams. Nach dem langen Hin und Her fühlt sich das für den Dirigent wieder gut an. Die Gefühle sind ein bisschen anders. Ich glaube, das ist wie nach jedem Streit, sind Gefühle ein bisschen neu. Und es ist eine neue Atmosphäre. Also ich finde, ich habe mich sehr gefreut, heute Musiker wieder zu sehen, nach langer Zeit. Mit alle so miteinander, alle die schönen Hits und Titel zu spielen. Der Streit zwischen dem ehemaligen Produzenten Pirmin Zengerle und dem Dirigent Ludwig Wicki ist teilweise auch öffentlich ausgetragen worden. Der Pirmin Zengerle ist jetzt mit seiner eigenen Konzertreihe unterwegs, ebenfalls mit Filmmusik. Statt zusammen stehen Ludwig Wicki und sein ehemaliger Produzent damit in direkter Konkurrenz. Für mich persönlich ist das eine traurige Geschichte, das kann ich so sagen. Das schmerzt mich und ich bin froh, wenn das endlich mal ein bisschen positiv für das Orchester weitergeht, weil das Orchester hat es verdient, dass der Platz Luzern hat und nicht überschwemmt wird von importierten Orchestern. Ich denke, es ist eine grosse Verzweiflung und Unsicherheit, die bei den Musikern ist. Und das ist ja eigentlich das Leiden daran, dass so viele Musiker darunter leiden. Jetzt, wo es zwei Orchester gibt, gibt es auch einen Kampf um die Musiker. Die Musiker müssen selber wissen, wo sie hergehören und für was dass sie sich entscheiden und was sie machen. Das sind freischaffende Musiker. Und ich verstehe, dass gewisse auf jeden Franken angewiesen sind, die sie irgendwie verdienen können. Und ich denke einfach, die, die uns helfen, die helfen mit, dass wir kleiner wieder auf guten Bahnen sind. Nach dem Konzert von Hans Zimmer und John Williams gibt es eine grosse Premiere, Winnie Two Live in Concert. Damit setzt das 21st Century Orchestra auf einen alten Streifen. «Schatz im Silbersee» ist ein Bubentraum. Das ist mein erster Film, den ich gesehen habe. Und wir haben natürlich Karl May gelesen und die Indianer. Und die Musik von Martin Böttcher, die ist eine Kindheitserinnerung. Und darum haben wir den Film produziert. Am 4. Dezember ist dann die Premiere von «Winnetous – Der Schatz im Silbersee» zu München. Mit «Winnetou» kommen sie dann im Januar auch in die Schweiz.